Die WM, die in wenigen Wochen in Katar stattfindet, wurde durch Bestechung erkauft. Der Vorwurf, der sich quasi seit der Vergabe im Dezember 2010 hielt, wurde schließlich 2020 nach jahrelangen Ermittlungen offiziell vom US-amerikanischen Justizministerium bestätigt. Die Delegation von Katar soll gezielt einzelne Mitglieder des WM-Vergabekomitees bestochen haben, um schließlich dann den Zuschlag zu erhalten. Im Zuge der Ermittlungen wurden dabei einige sehr schmutzige Details und Deals öffentlich. Wir stellen uns also heute die Frage, wie hat sich Katar die WM erkauft und wie konnte es damit durchkommen? Springen wir dazu in das Jahr 2010. In diesem Jahr vergab die FIFA nämlich die Austragungsrechte für die WM 2018 und die WM 2022. Für die WM 2022 hatten sich dabei 5 Nationen um die Austragung beworben: Australien, Japan, Südkorea, die USA und eben Katar. Katar schien dabei aber aufgrund seiner fehlenden Fußballkultur und der fehlenden Fußballinfrastruktur eigentlich als absolute Außenseiter. Die meisten spekulierten nämlich auf einen klaren Sieg der USA. Doch es kam letztendlich alles anders. Als der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter am 2. Dezember 2010 den Zettel aus dem Umschlag holte, stand dort zum Erstaunen aller Fußballfans Katar. 14 der 22 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees stimmten für den kleinen Wüstenstaat. Natürlich wurden daraufhin sofort Betrugsvorwürfe laut, von denen sich die meisten später tatsächlich auch bestätigten. Das Stichwort war Bestechung. Insgesamt soll Katar fast 200 Millionen Dollar für Lobbyarbeit investiert haben. Darunter mag natürlich auch Geld für legales Marketing gewesen sein. Im Zuge der Ermittlungen gegen Katar wurden allerdings auch viele illegale Wege des Geldes aufgezeigt. Und im Vergleich dazu gab übrigens der Hauptkonkurrent, die USA, weniger als 5 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit vor der Vergabe aus. Aber schauen wir uns den Betrug im Detail an. Den Grundstein dafür legte Katar in Frankreich. Nur wenige Tage vor der Vergabe trafen sich der damalige französische Präsident Sarkozy, der damalige UEFA-Präsident Platini und Tamim bin Hamad Al-Thani, das Staatsoberhaupt von Katar, zu einem Treffen in Paris, bei dem ein wahrer Megadeal verhandelt wurde. Katar soll zugesagt haben, den damals angeschlagenen Fußballclub Paris Saint-Germain zu kaufen und in Frankreich eine TV-Sportkette aufzubauen. Im Gegenzug würde Platini die Seiten wechseln und sich im FIFA-Ausschuss nicht mehr für die USA einsetzen, sondern für Katar. Platinis Sohn solle zudem einen Posten bei Katar Sports Investment erhalten und französische Baufirmen sollten schließlich den Zuschlag für die Errichtung der Stadien erhalten. Und wäre das nicht schon einer der schmutzigsten Deals überhaupt, ging die Bestechung Katars noch weiter. Laut US-Staatsanwaltschaft sind mindestens 4 Delegierte mit direkten Zahlungen bestochen worden. So zum Beispiel die Komiteemitglieder der Elfenbeinküste und Kameruns, die jeweils 1,5 Millionen Dollar für ihre Stimme von Katar bekommen haben. Andere Stimmen wurden eher verschleiert gekauft, wie zum Beispiel bei dem Mitglied aus Zypern. Hier kaufte eine katarische Firma nämlich kurz vor der Abstimmung ein Stück Land von ihm auf Zypern für 32 Millionen Dollar im Gegenzug für seine Stimme. Allerdings scheinen tatsächlich nicht alle der 14 Stimmen direkt gekauft worden zu sein. Einige Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees wurden einfach durch Lobbyarbeit überzeugt. So sponserte Katar kurz vor der Vergabe die Jahresversammlung der Konföderation des afrikanischen Fußballs, die damals ziemlich knapp bei Kasse war. Im Gegenzug dafür wurde der Kongress quasi in eine Werbeveranstaltung für Katar umgewandelt, um sich der Stimmen der afrikanischen Mitglieder des FIFA-Komitees sicher zu sein. Zudem nahm der katarische FIFA-Funktionär Mohammed bin Hamman starken Einfluss auf den FIFA-Präsidenten Sepp Blatter. Der Katarer wollte nämlich zunächst selbst als FIFA-Präsident kandidieren, zog sich allerdings kurz vorher zurück und wechselte plötzlich die Seiten. Er sagte damals dazu: "Ich werde nicht gegen Sepp Blatter antreten, ich werde ihn dabei unterstützen, für ein neues Mandat im Amt zu bleiben. Er ist mein sehr guter Freund." Und weil Katar nur wenige Monate später den Zuschlag für die WM erhielt, verlief diese Freundschaft mit Sicherheit nicht ganz ohne Gegenleistung ab. Aber zur wichtigsten Frage: Wie konnte Katar damit überhaupt durchkommen? Ganz einfach, diese Art der Vergabe scheint tatsächlich Praxis in der FIFA zu sein. Schaut man sich nämlich die Liste der 22 Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees an, sind heute bis auf 2 alle vom Fußball ausgeschlossen und verurteilt, angeklagt oder werden der Korruption beschuldigt. Übrigens waren es ursprünglich auch 24 Mitglieder, die Delegierten aus Nigeria und Tahiti wurden aber im Vorfeld schon ausgeschlossen, da sie damals schon beim versuchten Stimmenverkauf erwischt wurden. Es gab dabei sogar auch einzelne Stimmen, die die WM-Vergabe rückgängig machen wollten. Insgesamt fehlt es aber an Rückhalt. So ist das einzige Land, das sich wirklich offen gegen Katar stellt und auch Kritik übt, Norwegen. Hier wurde auch heftig über einen Boykott diskutiert, der jedoch aufgrund des fehlenden Rückhalts durch andere Nationen wieder verworfen wurde. Letztendlich hat sich Norwegen auch nicht für die WM qualifiziert. Alle anderen Nationen äußerten sich, wenn dann nur sehr zurückhaltend, weshalb das Turnier trotz zahlreicher weiterer Skandale wie die prekäre Menschenrechtslage, fehlende Frauenrechte, fehlende Pressefreiheit und zahlreiche Umweltprobleme durch die Errichtung der Infrastruktur in der Wüste nun trotzdem stattfinden wird. Die WM Katar ist dabei auch nicht die einzige WM, bei der stark bestochen und betrogen wurde. Die WM 2018 in Russland wurde mutmaßlich im selben Abstimmungsprozess ebenfalls durch Stimmen gekauft. Dasselbe gilt für die WM 2010 in Südafrika. Und auch bei der WM 2006 in Deutschland gibt es sehr große Betrugsvorwürfe. Aber das ist auf jeden Fall Stoff für ein anderes Video, in dem wir uns genau anschauen werden, warum WM-Vergaben fast immer Betrug sind.
Lasst also gerne ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.